Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und heute spielen wir Thorn. Wir begeben uns in ein altes Herrenhaus. Mit einem Unbekannten gehen wir der atemberaubenden Geschichte auf den Grund. Haben wir es hier mit einem Sci-Fi-Krimi zu tun oder doch mit einem Rätsel-Adventure? Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Auf offener See beginnen wir das Spiel Thorn. Wir starten. Ich habe meine Einstellung schon getätigt, war auch kurz im Spiel drin, um mich zu überzeugen, ob das auch alles gut funktioniert. Funktioniert, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die ich gleich nochmal erklären werde. Wir machen ein neues Spiel, Slot 1, let's do this. Auf gehen. Mit diesen Einstellungen kam ich klar, wie gesagt, gleich mehr dazu. Zuallererst, wir schauen uns hier mal die Gegend an. 150 Super Sample Ding. 45 FPS Locked. Und ich bin positiv überrascht. Es sieht sehr gut aus. Doch, gefällt mir sehr gut. Läuft stabil für den ersten Moment. Ich hoffe, das bleibt auch so. Grafik sieht auch ganz nett aus. Doch, gefällt mir. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Zu der Bewegungssteuerung. Ich habe zuerst gedacht, wir hätten hier so eine Skyrim-like Steuerung, indem wir mit dem Analogstick uns umherschauen können, wie wir jetzt hier sehen. Jedoch, bei schnellen Bewegungen hört es auf. Ich bin jetzt dazu gekommen, oder auf den Trick gekommen, dass man sich für eine Richtung entscheiden muss, um die Bewegung beizubehalten. Rennen geht natürlich auch durch den Trigger. Aber so eine freie Bewegung, Skyrim-like oder halt andere Alex-mäßig, haben wir hier nicht. Daran muss ich mich gewöhnen. Also nicht wundern, wenn ich mal kurz vielleicht ein bisschen aggressiv werde, wenn die Bewegungssteuerung nicht so möchte, wie ich will. Daran muss ich mich gewöhnen. Ja, okay. Sie räuspert schon. Ungeduldig. Ja, wir gehen. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Ein neues Kapitel startet. For Thorn. Und los geht's. Wir gehen die Treppe runter. Es ist Tag. Leicht bewölkt. Aber gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Was? Wow. Ah, das Herrenhaus. Okay, wir haben keine Ahnung, warum wir eigentlich hier sind. Wie kamen sie da hin? Das ist ja einfach, das ist eine Sackgasse. Da ist kein Auto, nix, aber wir sind einfach hier und wow. Haus. Da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, das Spiel ist eigentlich für die Vive Controller, nicht für die Vive, für die Vive Controller gedacht. Ich spiele es aber mit den Index Controllern, deswegen schauen wir einfach mal. Es sollte aber gut auch funktionieren, sieht man ja. Wir haben hier ein paar Boundaries, denke ich, ja. Wir können nicht überall hinlaufen. Einfach, dass man geradlinig auf seine Mission, sein Ziel losgeht. Ja, ich dachte gerade, ich stuck ein bisschen. Wie dem auch sei, wir haben ja eh nur einen Weg und das ist hier straight hier durch. Ja, wir gehen durch diese Tür. Warning. Tampering with this facility is federal offense. Authorized personal only keep out. Fuck it. Ich gehe da nein. Bin gestrandet. Wenn man sich das Haus von außen so anschaut, viel Technik. Boah, ich bin gespannt. Hello? Da kann man bestimmt viel. Hallo? Anybody there? Ja, hier, ich. I guess not. Ich denke, da kann man so viel machen. In einem Haus viel, viel Rätsel. Es ist ja, also Thorn soll ein Sci-Fi-Krimi, aber gepaart mit Rätselmissionen sein. Bin ich gespannt, wie viel wir machen können, ob meine Intelligenz ausreicht, um schnell dahinter zu kommen, wie das Rätsel zu lösen ist. Wie lange wir brauchen, ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel geht. Ich hoffe doch lange, weil sowas Grandioses sieht man nicht alle Tage. Es gefällt mir jetzt schon echt gut.
What happened to this place? Ja, das frage ich mich auch. Ganz kurz das gucken. Kurz was in den Einstellungen nochmal geguckt. Nachbearbeitung auf episch. Ich habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Ah, man sieht jetzt, ich komme schon wieder durcheinander mit der Bewegungssteuerung. Ich habe keinen Unterschied gemerkt, aber... It is what it is. Aber zumindest ist es weiträumig. Man kann schon recht großzügig rumlaufen. Wir haben schon mal ein erstes... Oh, oh. Oh mein Gott, es ist ein Elevator. Oh, da wollte ich eigentlich nicht rein. Great. Now I've done it. Toll, das hat man davon, Alex. Hello? Wenn du immer Hello? Alles anfassen Hello? Musst. Hello? Oh, Mann. Well, you're here now, Patterson. Start walking. Patterson. Ich bin Patterson, okay. Ja, sorry, ich wollte eigentlich noch weiter gucken. Können wir Sachen aufheben? Wir können Sachen so ein bisschen wegschucken. Oh Mann, die Bewegungssteuerung wird mich noch so nerven. Können wir hier so eine Lampe mitnehmen? Es könnte ein bisschen dunkel werden. Nee, scheinbar nicht. Na gut. Radio. Klar könnte ich es auch so einstellen, dass ich dorthin laufe, wo ich hinschaue, aber das bin ich einfach nicht gewohnt. Ich bin der Typ, ich möchte gerne rumschauen während dem Laufen. This is probably just decoration. Klar. Am I gonna let a little piece of tape get in my way? No, I'm not. Als ob. Halloween steht vor der Tür, Leute. Wir überlegen, was ich dieses Jahr mir einfallen lasse. Oh mein Gott! Oh Gott! Hä? Hallo? Ist das jetzt das... Oh, Leute, Gänsehaut. Ist das nice? Das ist... Was ist das Intro? Wow. Das habe ich noch nie gesehen, vor allem in VR. Das ist ja komplett alles in 3D. Mega, Leute. Leute, ich hab's im Gefühl, das wird eine richtig gute Erfahrung. Boah. Das ist wie in so einem Film von den 90ern. Ein Disney-Film oder ein Pixar-Film oder was weiß ich. Und das haut nah. Ich kann mich frei bewegen, quasi, frei rumschauen. Das ist das... Oh. Nice! Das wird ein Spaß. Thorn. Ich bin gespannt. Okay. Microphone is live and recording. Let's timestamp okay. This thing. It is March 17th, 1:15 in the PM. And I am at the cellar of somebody's mansion out in the woods. I'm not supposed to be here, but it's too cool. I couldn't resist. Mhm. Doch, das hat was Fantastisches, muss ich schon sagen. Ist echt schön. Auch wenn die Grafik und die Polygone so simpel sind. Es hat irgendwas was Interessantes an sich, so einfach, dass einfach auch einfach gut sein kann. Oh my God,
It's like a mausoleum down here. Aber in manchen, also das ist so eine Mischung aus Unschärfe und Detailreichtum. Eine einfache Textur, aber dann der Globus so detailreich. Irgendwie, es hat irgendwas, es hat einfach irgendetwas. The Jazz, Volume 2. Wie ist es mit den Rechten? Darf man einfach so Cover nehmen? Fusebox or circuit breaker somewhere down here. Oder weiß nicht, oder ist es wirklich ein Designteam dahinter gewesen? Hat wirklich dann so ein Cover erstellt? I don't suppose they're still paying their electric bill in here. Boah. Kann ich das nehmen? Nee, kann ich leider nicht aufziehen. Schade, schade. Geht auch nicht. Ja, Leute, ihr kennt's ja von mir. Ich muss mir alles ganz genau anschauen. To travel. Aber nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier schon was suchen. Ich habe ja so am Rande ein bisschen zugehört, was sie gesagt hat. Eine Sicherung ist raus. Ja, deswegen blitzt es da auch. Das heißt, hier im ganzen Kram müssen wir wahrscheinlich irgendwas finden. Ach. Eine Sicherung finden. Kann ich einfach. There we go. Ah, okay, nichts mitfinden. Aber anschalten. Let's check out the rest of this crypt. Was ist das? Ich bin gespannt, ob das jetzt rein, also Mystery oder ob es irgendwie ein bisschen Fantasy-Zeugs noch hat. Es kann doch nicht sein, dass ich die nicht aufmachen kann. Der Schmarrn. Ach so! Das ist gekommen. Na gut. Dann gehen wir mal runter. Ach so, ich kann ja ein bisschen sporten. Okay. Nach oben. Okay. So ein bisschen erinnert mich der Aufzug an Bioshock. Ich wünsche mir so sehr, dass Bioshock mal für VR kommt. Das wäre echt ein Traum. All night long. What in God's name? Fällt mir. It looks like a machine threw up in here. Ja, das ist klar. Deswegen gefällt's mir auch hier. Ich find's. Hey. Juch. Hallo? Hey. Who's up there? What's the big idea? Hello? Who's up there? Doctor, sorry. Na, gefällt mir. Ey, das ist echt gemütlich hier, finde ich. Oh, und die Physics. Die Physics sind echt gut. Aha. Gravity Tour. Ich habe in der Beschreibung kurz was davon gelesen. So eine Art Telekinese-Manipulationsgerät, like Alex. Madame. Oh, ich bin so gespannt auf die Geschichte. Oh, sorry. Oh. Ach, alles, was ich anfasse, geht kaputt. I should go upstairs. See what's going on. Machen wir. Wenn ich fertig bin. Und die Musik, die Score ist halt auch echt phänomenal. To travel, was hat es mit dem To travel auf sich? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir da hochkommen. Können wir den drehen? Nee. To travel. Gucken wir uns mal das Gerät nochmal genauer an. Es gibt ja auch so Uhren mit diesem. Ich habe die Bezeichnung jetzt vergessen. Das ist ja ein Draht, ein Glühdraht. Wollte ich mir auch mal holen.
Ach so, wir können wahrscheinlich mit dem Aufzug noch ein Stockwerk hoch. I'm coming up. Theoretisch. Vorsicht, ich komme. Hallo? So viele Bücher. Ich weiß nicht, wie kann man so viele Bücher haben? Mal kurz auf die Stats immer schauen. Wisst ihr, ich bin leicht paranoid. Ich meine, sowas passiert zwar nicht mehr wie in den Anfangszeiten, als ich Alex aufgenommen hatte, dass dann quasi kein Tod aufgenommen wurde und ich dann quasi nochmal alles von vorne aufnehmen musste. Das passiert Gott sei Dank nicht mehr. Das System ist eigentlich relativ stabil, bis auf ein paar Ausnahmen, die aber ganz, ganz selten passieren. Aber Sicherheit halber. Nochmal alles durch. Who's there? Hello? Okay, haben wir es hier mit Geistern zu tun. Right before the serial killer stuck a knife in her back. Mach das nicht. Tease me not. Sci-Fi-Krimi oder doch ein bisschen? Jetzt laggt's ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie lädt was im Hintergrund wahrscheinlich. Alright. Ist wahrscheinlich nur kurzweilig. Viel zu viele Objekte, die wahrscheinlich sich bewegen. Das muss ja alles berechnet werden. Okay, solange es hell ist. Open the piano. Really, really shouldn't. Du willst es so. Ich höre es in deinem Unterton raus. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Wow, what the? Finally, I'm free! Oh, was bist du denn für einer? You do speak English, don't you? Yes. Do you mind getting the door for me? Ich sehe das Licht und es redet mit mir. Da gibt's auch noch Achievements. Bitteschön. What kind of insane asylum have I stumbled into? Sure, that's it. I'm crazy. Gotta be. I'm in the living, nee, where I belong. Nicht verrückt, sondern in VR. Folgen wir mal dem Dude. Also leichte Bewegung kann man machen, ohne dass es abbricht. Down we go. Okay. That's the stuff. Down, please. Okay. Was bist du? Für einen Wisp bist du zu klein. Für einen Wisp bist du zu klein. Ja, ich wollte ein Wortspiel draus machen, hat nicht so ganz funktioniert. Das ist so ein Atom. Excuse me, young lady. This way. Was auch immer dieses Unendlich-Zeichen macht. Take a look in here. Ja, ich komme hier schon. Stupid locks. These pins should be easier to pick. Not bad, eh? Take a look. Well, there's something you don't see every day. Eine Taschenlampe? It's easy to use. It's not rocket science. You can push and pull objects around using the control disc. Control disc, you say? Mm-hmm. Hmm. Oh, this thing. Got it. Use the handle to find more of, well, more of me, basically. I don't know if I can handle more of you. Very funny. Point the handle at the object. If it wiggles,
Most likely there's something trapped in there. You can set it free by lifting it up. Aha. So far, so good. Now, put the handle here. Interessant. We won't get far if you don't put the handle in this keyhole. Ja, ja, ich mache hier schon. Ganz ruhig. Excuse me, do you mind putting the handle in here? Achso, sorry, Amateur. Hey. Yeah. Now, pull down. Now left. Links zu rechts Schwäche. Now up to lock. What's happening? Okay. This is good. Very good. Just follow. You have got to be kidding. Whoa. How about that? Isn't she a beauty? This is the room barometer. Each light represents a circuit, see? When all the circuits are fixed, all the lights will be on. Jeez. For a floating piece of dust? You sure do know a lot. You don't know. Okay, okay, okay. Now, come on. I've got a secret I want to share with you. Secret? Warte. Whose secret? You'll see. Come on. Warte, ich will kurz was ausprobieren. Ich möchte was... I see a floor. No kidding. Was ist das? Now, use the tool. And remember what I said about secrets. See the circuit? You can fix it. That will turn on the computers in the nook. Use the handle to move objects into the glowing sockets. I see plenty of junk around here. Will any old thing do? No. You need the right thing. You're looking for a hidden circuit symbol. That's the clue. Look here. See the symbol? Sure do. Yeah. Just put this into the socket. Whoa. Strom. Man sieht die Stromleitungen. Okay. Whoa. Und das kommt hier rein, oder? Aha. Strahl. Halleluja, it's awake. Now we can load some data. Over here. Look at the floor. Aha. Noch mehr Sockets. Ich verstehe. Okay, warte, aber bevor ich möchte bitte es kurz ausprobieren, ne? Wie sieht es mit Selbstmord aus? Funktioniert das? Nicht. Gut. Dabei. Okay, wir haben hier ein 3er-Circuit, ein 1er-Circuit. Machen wir mal den 1er. Nehmen wir mal den hier. Aha. Leute, das gefällt mir richtig gut. This next request is going to sound a little odd. Oh, really? As opposed to everything else you've asked me to do? You're going to need to power up a headdress. A what? Just humor me. What do you think I've been doing all this time? Gerade nicht bewegen. Aber was hat das mit dem Travel? To travel. Okay. Kann ich dich fassen? Nein. Okay. Und nun? Ah, da ist auch noch was. Ein Dreier. Haben wir einen Dreier? If you get stuck with a puzzle, give that button on the side of the tool a squeeze.
and I will see if I can help you. If you decide you don't need my help, just press the button on the side of the tool to let me know. I should keep my thoughts to myself. Nicely done. Es ist halt viel Rumsucherei. Oben. Das heißt, ich muss nochmal nach oben. Schätzungsweise. Interessant, interessant. Also das Tool gefällt mir schon echt gut. Auch so eine kleine Taschenlampenfunktion. Bestimmt hilfreich. Ist hier auch so ein kleines... Okay, hier haben wir hier. Glaube ich, oder? War das nicht eins? Nein? Okay, dann ausmisten. Aber ich glaube, unten war doch... Ah, das ist... Okay, normalerweise haben wir bei den Valve-Controllern ja diese Grip-Tasten. Bei dem Valve-Index, ist es ja kein richtiger Knopf, das ist ja ein Sensor. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen rumwiggelt, weil ich halt den Controller halt richtig anfasse. Einfach aus Gewohnheit. Da unten ist einer. Ah, das kann schon... interessant werden. So, jetzt haben wir almost. Und dann haben wir, das sind ja drei. Ein bisschen disconnectieren, okay. Das ist quasi wie so ein... wie heißt das? Wie eine Reihenschaltung. Das heißt, jetzt brauche ich hier einen Zweier-Connector, dann haben wir hier. Und Kreis geschlossen. Gut. Now I can show you something really special. Don't suppose you've got a pot of gold lying around here for me, you little... Oh, der ist was aufgegangen. Mit der Steuerung komme ich jetzt auch mittlerweile echt top klar. Ich habe ja eigentlich nie so große Probleme, mit Steuerung klarzukommen. Gespannt. Was ist das? Er sagt immer Hairdresser. Warum? Warum Hairdresser? Was will ich mit meinen... Here it is. It's nice, all right. What are you waiting for? Echt ernsthaft? Why? Ich will das nicht auf meinem Kopf haben. I'll be over here. I should definitely not do this. This is probably a terrible idea. Mhm. Schön zur Gehirnwäsche. Ich warne dich, wenn das eine Falle ist. Na gut, wird ja kein Weg drumherum. Okay, und los. Yes, that's a good girl. Don't be a creep. Why am I doing this again? You'll see in a moment. Now, make your way to the room barometer. Can you see it? Ja. That's it. Now, you're all set. Now, all you have to do is pull. Und los! Was? Wo bin ich? Right. You've had a shock. Stop! Stay back! As you wish. Where am I? Nowhere, I'm afraid. Who's there? Who's talking? Talbot. My name is Talbot. I'm here. I can hear you, but I can't see you. Is this a camera? Can you see me? Yes, I can see you. I'm right here. But all I see is a light. That light is me. I am the light. I'm seeing things. I must have hit my head. The
This is a bit out of the ordinary, isn't it? Tell me what is going on. Of course, I'll do as you ask. If you'll grant me one favor, do you see that gravity tool in your hand? This thing? There's a button on the side of the tool. Would you press it for me? Yes. Yes. Okay. Soll ich dich allein lassen? As I said, my name is Lawrence Talbot, and I built that tool you're holding. The hell you did? It's true, and it's my house you've been snooping in, my dear. I'd tell you more if I could. I don't remember much of anything, frankly. But those lights, they have an effect on me. They seem to help me remember things. I'd very much like to know what's happened. I don't suppose you could bring some more to me. This isn't happening. I'm hallucinating. You're a figment of my imagination. I'm not. I'll prove it to you. How? Do you know how to get out of here? No. Well, I do. So clearly I'm not you. Well, aren't you going to ask? Ask what? How to get out of here. Oh, yeah. Yes, I'm asking. You see that machine there? Yeah. You'll find a control panel there on the base. Insert the gravity tool into the panel, and it will function as a sort of lever. Pull it down, and you'll be returned to the mansion. Thank God. But I don't understand. If you know where the exit door is, why are you still here? Because I'm not going anywhere in my current condition, I'm afraid. But you can see that I have some information that might be useful for you. And I'll know more, a lot more, if you can bring me those lights. Why don't you go and come back, and then we'll chat a little more. Suspicious as fuck. Aber was soll's. Wir folgen jetzt erstmal seinen Anweisungen. What just happened? Was that really a person? No. Maybe it was some kind of AI. It can't be a person, right? Holy shit. Make your way to the cellar. Isn't it spectacular? This device connects the house's main power supply to the rest of the mansion. I wouldn't fiddle with the settings too much. Something might break. Yes. This is where I would do my calculations. Or feed them into the machine, at least. The machine is quite slow, but very reliable. And where we were going, that was more important than speed. These cables get kinked up or damaged from time to time. One time, a squirrel got stuck in there. Had to pull it out. I couldn't bring myself to tell Rina it was frozen solid. You completed the circuit. Okay. Interessant. Können wir noch mal nach unten? Look at these ingenious velvet seats. Nice to take a load off, eh? Ist cool, dass er halt immer irgendwie einen Kommentar hat zu der Environment. Es hat was. To love the gramophone. We would always play records if we were entertaining. 16. Can't imagine that thing still works though. Come take a look at this over here. When you see a square like this, it's a secret pressure plate. You will need to put an object on it to trigger it. Once all pressure plates are loaded, the circuit will be activated. Take a look at this. This is a big pressure plate. You will need a really heavy object to trigger it, or several medium ones. Uh-huh. Okay. Punkte. Mein Gott, ist das gut. Mega gut. Sehr gut. Guter Zeitpunkt für einen Cliffhanger. Beim nächsten Mal machen wir die Story weiter. Vor allem hier dieses kleine Rätsel. Bin echt gespannt, was uns erwartet. Ich bin so gehypt.
Oh, Gänsehaut pur. Beide atmet gleich mehr. Bis gleich. Ich bin gehypt. Ich bin echt gehypt von der Physik und von der Story, die uns jetzt erwarten wird. Also der Anfang ist ja schon echt atemberaubend. Oh, ich bin echt gespannt. Oh, Leute. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Beim nächsten Mal machen wir das Rätsel weiter. Lasst uns von Talbot, so war sein Name, weiter. Viele Rätsel und vielleicht wird es doch ein bisschen spooky. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal, euer Analog Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.